Jo. Oh. Du standest doch falsch. So, Sullivan. Du haust dir mit bloßen Fäusten tot. Gott. Ovich kann's nicht. Trantin. Killer Franzose. Komm her. Wo sind die Fäuste? Was? Was ist mein Inventar? Da. Fistikaffs. Pulli. Und ja, ich werde mit der Zeit ein wenig leichtsinnig. Schließen. Keine Trauer über den verlorenen Kameraden. Business as usual. Na gut. Heilen. 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 Trantino nochmal. Ich habe jedes Mal das Bedürfnis, sie zu heilen, weil sie so wenig Lebenspunkte hat, aber sie ist fast voll. Irgendwas zu essen? Nö. Na gut, dann heil dich selbst. Ist zwar Minimalverschwendung, aber dann ist es halt Minimalverschwendung. Ist da oben noch was? Nö, okay. Wie kommen wir da hin? Ah, da ist eine Kiste. Wurfmesser, Nahrung, Heilsalbe. Ah, noch mehr Heilzeug. Aber vor allem auch Nahrung dabei. Für die kleineren Verwundungen ist das schon nicht schlecht. Kiste. Betäubungsbombe, Molotow-Cocktail und Schmerzmittel. Sehr schön. Molotow-Cocktail für dich. Gib mal ihr die Betäubung, die Wurfmesser, um zu gucken, ob sie damit umgehen darf. Und Trentin bekommt eine Betäubungsbombe, weil er, glaube ich, der Einzige ist, der keine Betäubungssache hat. Rest ist okay. Du... Reiner. Odeja albo visazo e te bude. Ovich, was sagt er? Er sagt, lassen Sie mich in Ruhe oder ich jage alles in die Luft. Vorsicht. Versuchen Sie ihn zu beruhigen, Ovich. Sagen Sie ihm, dass alles wieder gut wird. Alles wird gut. Ovich. Ovich, sprech mit der Tür. Nein, nein, achso, Ovich, du bist... Ah, du bist Ovich. Ich wollte eigentlich mit der Tür reden. Ja gut, da haben wir uns jetzt wohl irgendwas verbaut. Ist nicht verschlossen. Ja, wir können aber nicht reingehen. Weh, ich muss jetzt nochmal neu laden wegen dem Schmarrn. Nee, okay. Ich hoffe, das war was Optionales. Wir versuchen jetzt einfach wieder runterzukommen vom Dach. Und wir gehen wieder hier durch, wir gehen wieder da raus. Wir gehen jetzt ganz runter bis zum Museum, solange das irgendwo noch geht. Da ist ein Ausgang. Da lang. Aber ich glaube, das war so nicht beabsichtigt. Ich hatte extra Ovich ausgewählt und ich habe auch rechts geklickt auf die Tür. Nee, ich glaube nicht. Das könnte es gewesen sein. Eventuell hätten wir auch die Waffe aus der Hand nehmen müssen. Naja, keine Ahnung. Ah, genau, hier mussten wir die komische Treppe wieder hoch. Und hier hatte ich gemeckert, dass der Gang zu schmal ist, falls wieder ein Kampf kommt, aber es kam keiner. Und da geht's raus. Jo, sehr schön. Und ich hoffe mal, hier unten hat sich jetzt irgendwas verändert. Und wir finden dann wahrscheinlich die Soldaten. Entweder tot oder müssen gegen sie kämpfen. Da geht's nicht weiter.
Können wir am Computer vielleicht jetzt die neue... Ach, die rote Karte haben wir gar nicht. Das war eine Bombe. Oh, nee, doch, wir haben rot. Also es war eine rote Keycard und unter der roten Keycard war eine rote Bombe. Und noch ein Boss. T-Rex. Hands up. War das gerade ein Gehirn mit Gewehrläufen als Auge? Oh, ein Schwert? Ovid, schalten Sie ihn aus! Ich möchte uns alle hier lebendig wieder rausbringen! Endlich ein Befehl nach meinem Geschmack! Okay, was haben wir? Wir haben Lucy. Wir haben eine Wache. Und wir haben noch eine Lucy. Okay, weil wir so nette Soldaten sind... Betäubungsschutz. Okay. Ich habe den Verdacht, dass langsam recht viele von den Viechern Betäubungsschutz haben. Du hast einen Molotov-Cocktail abbekommen. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob du auch Feuerschutz hast. Nö. Hast du nicht. Du kannst kein Feld mehr nach hinten gehen. Das ist doof. Du gehst nach da, guckst nach oben. Du würdest gerne ebenfalls die Lucy da verbrennen. Damit sie jede Runde Schaden bekommen. Ja. Und dann läufst du kichern weg. Und Ovid wird dem Befehl nicht nachkommen und ihn sofort ausschalten, weil wenn er jetzt dahin stürmt, dann kriegt er einen auf den Deckel. Ich glaube, ich warte einfach, bis der hier nach vorne geht. Nächste Runde flambieren wir ihn dann. Ich könnte aber wenigstens so machen. Einmal... Ja. Ah doch, Lucy kann ich anschießen. Für 9 Schaden, ernsthaft? Na gut. So, alle durch? Ja. So, Lucy, nom nom, gleich. Unsere weibliche Begleitung. Oh, ihr könnt schießen. Wut entbrannt, das ist nicht so gut. Oh, ich glaube, das sind Soldaten gewesen, oder? Na ja, gut, du hast noch 65 Leben, das ist okay. Du darfst Wurfdolche benutzen. Hey, 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 hey. Für 4 Schaden. So, du brennst fleißig weiter vor dich hin. Gewehr. Dum, dum, dum. Geh mal dahin. Lucy. So, Ovid. Du darfst dich mal dem da entgegenstellen. Der Wache. Schwere Panzerung. Da könnten wir jetzt die Medusa, oder hätten wir die Medusa richtig gut gebrauchen können. Weil die hätte gegen alles gleichermaßen viel Schaden gemacht. Aber na gut. Du bist wutentbrannt. Dann geh doch mal wutentbrannt mit dem Baseballschläger auf Lucy los. Naja. Alle durch? Alle durch. Okay, guck mal, was passiert. Vor allem, wie viel Schaden das Schwert macht. Bin ich ja gespannt. Das Schwert ist so groß wie Ovid. Könnt ihn einmal zwieteilen. Oh. Was zur Hölle? Okay. Du schießt im Nahkampf. Oh, 26. Also die Laseraugen hätte ich echt nicht erwartet. Und das Ding kann die Laseraugen nicht im Nahkampf einsetzen. Also wenn wir uns direkt davor stellen, von 4 Seiten könnten wir es einkeilen. So, Lucy.
Lucy wird nächste Runde überleben und wieder auf ihn schießen. Du probierst mal eine Betäubungsbombe aus. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass er gegen immun ist. Aber wer weiß. Jo, Betäubungsschutz. Die Lucy da ist fast tot. Aber halt nur fast, deswegen nimmst du jetzt bitte die Pistole. Stürmst in den Nahkampf und ballerst dabei wild auf Lucy. Sehr gut. Also. Na, 11, das reicht nicht. Die kriegt nächste Runde nur 5 Schaden oder so. Oh, und sie ist nur noch 38 Lebenspunkte. So, geh mal dahin. Es wäre jetzt nicht so schön, wenn sie sterben würde. Weil ich glaube, dann ist das Spiel komplett vorbei. Aber wir müssten 2 Bosskämpfe nochmal machen. Schwert. 15 Schaden. Ernsthaft? Na gut. Ja, 27 hat eine Panzerweste an. Sie glaube ich nicht. Doch, komm, überleb, überleb, überleb. Ja, 23, okay. Ja, so, du hast noch 19. Du haust... Warte mal. Du haust nicht, du gewährst sie. Es müssten mehr als 19 werden. Ja, so, eine Lucy down. Du kannst nicht auf die Lucy schießen. Das heißt, sie muss das machen. Sie darf sich jetzt nicht heilen. Das ist, ja, mehr als 6 Schaden bitte. Mehr als 5. Okay. Okay. Du läufst jetzt bitte dahin. Du heilst bitte. Mit deiner Bandage sie. Drehst dich danach. Nee, komm, du gehst dahin. Drehst sie nach da. Wenn wir jetzt Pech haben. Er hätte nicht weglaufen sollen. Wenn wir jetzt Pech haben, haut er nämlich sie. Und sie läuft. Ah, nee. Sie kann sie nicht erwischen. Okay. Das heißt, wenn nicht die große Wache jetzt 60 Schaden an ihr instant macht, ist alles gut. Nö, Ovid wird gehauen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Lebenspunkte er noch hat. Aber ich denke, es werden genug sein. Ja, mehr als genug. Okay, also du. Faust, sie kaputt. Du? Ja, was machst du? Du läufst hinter ihnen. Und heilst dich. Du drehst dich zu ihm hin. Du gehst dahin. Und probierst mal... Nee, geht nicht. Du wirst gar nichts aus. Von Wänden. Betäubt. Okay, bei ihr ist das gar nicht mal so schlimm. So, Ovitch. Feuer. So, warte mal. Seite. Ovitch, Feuer. So, du, hinten ran. Pistole mit nur einem Schuss? Nee, komm, Gewehr macht mehr Schaden. Ja, 23. Du läufst auf ihn zu. Und heilst dich. Und wenden. Warum wird sie gehauen? Kriegt sie mehr Schaden, wenn sie... Kriegt sie mehr Schaden, wenn sie betäubt ist? Aber sie kann ja nicht wehren, kann sie nicht ausweichen, gar nichts. Keine Ahnung. Du... kriegst ein Gewehr. Du gehst näher ran, dass er nicht wieder weglaufen kann. Gibst ihm eine Axt. Du gehst dahin, schießt in den Rücken. Und ja, wir haben Anti-Betäubungspillen, aber ich glaube, die hat nicht sie bekommen.
Ah, und kann sie auch gar nicht benutzen. Okay, dann macht das ja sogar richtig Sinn. Das heißt, er müsste jetzt theoretisch zu ihr hinlaufen, sich neben sie stellen und dann benutze Antiparalyse-Pillen mit, ne? John McFadden. Dann könnte sie sich wieder bewegen, aber nee. Sie müsste eigentlich gleich wieder soweit sein. Aber eventuell muss sie gleich jemand heilen. 49, das ist nicht so gut. Aber das Viech hält richtig was aus. Ovich. Hast du so eine Anti-Dingens-Pille? Nee. Ja komm, stell dich neben die Frau. Pflaster die Frau. Und stell dich wieder vor den Typen, damit er nicht seine komischen Aktionen da machen kann. Zu beenden. So, sie ist jetzt enttäubt. Und er kann nicht lasern, weil wir alle direkt vor ihm stehen. Sehr schön. Du? Pistole. Du, Rücken. Du, Seite. Und die Stone ist ja kaputt. Sehr schön, aber ganz schön zäh der Kampf. Du wirfst mal ein Wurfmesser auf eine schwer gepanzerte Riesenkreatur mit. Keine Ahnung, was es ist. Eine Schere und ein Katana. Nee, es ist kein Katana, es ist ein Langschwert. Das Viech macht ja echt gar nichts mehr. Okay. Messertime. So, 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 so. Und? Warum haut er mit dem Schwert nicht zu? Ist sehr komisch. Und weg mit ihr. C, C, C. Altes Laserauge. Schließen. Du. Pflaster dich selbst, auch wenn es Verschwendung ist. Du gibst ihr bitte das ganze Essen. Irgendjemand braucht noch Pistolenmunition. Du hast 3 Schuss, du hast nur noch 1 Schuss. Pistolenmunition. Trantina, gar keinen. Au. Oh, ja komm, hier. Alles an ihn, er hat wesentlich bessere Skills. Munition kann auch zu ihm. Sollte er auch mal ein bisschen öfters benutzen. Und du fütterst bitte Ovich. Und den Chef. So, und wir werden jetzt erstmal abspeichern. Und in der nächsten Folge gehen wir da rein. Nee, raus. Das ist Exit. Also wir gehen raus aus dem Museum und sind dann hoffentlich auf dem Hauptplatz. Weil ich hatte mir aufgeschrieben gehabt, irgendwann mal, dass es 4 Matrix-Discs gab. Eine bei den Statuen. Eine weiß ich nicht. Und 2 auf dem Hauptplatz. Wobei, warte mal. 2 bisher, ja. Dann fehlen wahrscheinlich die 2 auf dem Hauptplatz. Und das eine, was mir nicht einfiel, war das Museum. Das heißt, wir sind bei 50%. Und die Dinger sollen wir ins Labor bringen, wo auch immer das ist. Naja, gucken wir gleich weiter. Also bis denn.